Wenn auch du merkst, dass häufig deine Augen angestrengt sind, sie so richtig rot sind oder trocken oder so richtig beißend sind, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie sich müde Augen auch anfühlen. Dann möchte ich dir mal in dem heutigen Video einige Methoden zeigen, die du machen kannst, damit sich eben deine Augen A. nicht überanstrengen und wenn sie B. überanstrengend sind, dann möchte ich dir auch zeigen, wie du diese Überanstrengung in den Griff bekommst, dass sie sich wieder entspannen. Und dazu möchte ich dir heute ein paar Entspannungstechniken vorstellen. Alle Übungen, die ich dir heute zeige, kannst du auch von zu Hause aus ganz bequem nachmachen, von der Couch aus quasi. Mach am besten einfach nebenbei die Übungen mit. Ich erkläre sie dir einmal und dann machen wir sie einmal gemeinsam durch. Der erste Tipp, den ich dir geben kann, und das ist wirklich überall anwendbar, egal ob du zu Hause bist, unterwegs bist oder sonst wo bist, wenn du merkst, dass deine Augen überanstrengend sind oder anfangen zu brennen, ja, dann mach mal folgenden Tipp. Schließ zunächst mal deine Augen, ja, dass du quasi keine Helligkeit mehr bekommst. Und wenn du merkst, zum Beispiel es ist ein sehr heller Tag oder jetzt hier so ein Scheinwerfer, dann musst du deine Hände nehmen. Am besten reibst sie noch ein bisschen aneinander, dass dann noch ein bisschen Hitze entsteht, denn Hitze entspannt unsere Augenmuskulatur auch nochmal. Und dann legst du sie auf deine geschlossenen Augen. Atmest nochmal ein, zwei ein und aus. Und du wirst merken, dass immer mehr die Helligkeit in deinen Augen runtergeht. Also sprich, das Schwarz, was du eigentlich sehen solltest, wenn du deine Augen zu hast, wird immer intensiver. Und dadurch merkst du auch, dass deine Augen sich entspannen. Der positive Vorteil ist tatsächlich auch, dass du dadurch sogar deine Sehkraft verbessern kannst, denn durch Überanstrengung vermindert sich unsere Sehkraft, unsere Sehleistung immer weiter. Und wenn wir sie entspannen, verbessern wir natürlich dadurch auch unsere Sehkraft. Natürlich muss man dann noch weitere Übungen machen, um wirklich auch wieder 100% Sehkraft zu bekommen. Aber wir wollen ja in diesem Video erstmal uns darum kümmern, wie wir unsere Augen entspannen können. Der nächste Tipp, den habe ich dir gerade eben schon quasi auch gesagt, und zwar sogenannte Pausen. Teile dir wirklich feste Pausen ein. Achte auch aktiv auf deine Augengesundheit. Sprich, dass du einfach ein Gefühl für entwickelst, wenn du merkst, okay, jetzt könnte schon wieder sein, dass meine Augen müde werden, überanstrengt sind, dass man einfach sensibler darauf reagiert. Zum Beispiel, wenn man schon merkt, dass die Augen langsam anfangen zu brennen, dort schon versuchen gegenzusteuern, indem man Pause macht, ganz bewusste Pausen, sei es kurz mal vom Handy wegschauen oder weg mal vom PC, dass man einfach mal kurz seine Augen entspannt, auch in der Schule oder im Alltag, auf der Arbeit oder zu Hause, kann man das überall super anwenden, weil häufig ist es ja so, wir fangen, wenn wir am Bildschirm sitzen, häufig an zu starren. Und dann kommt das nächste Video, dann kommt die nächste App, die wir öffnen und wir gehen das immer so weiter und wir merken gar nicht, wie dolle eigentlich wir unsere Augen im Moment überanstrengen. Und wenn wir eben versuchen, häufig mal nach jedem App schließen, mal kurz unsere Augen zu entspannen oder wenn wir unser Handy weglegen, mal kurz bevor wir dann aufstehen, unsere Augen zu machen oder auch, wie gesagt, das Palmieren nutzen, dann kann das schon sehr vorteilhaft sein, um einfach unsere Augen nicht zu überanstrengen und über einen längeren Zeitraum unsere Augen zu entspannen, ja, und einfach die fit zu halten. Das nächste, was ich dir auch empfehle, ist tatsächlich einfach mal in die Ferne zu gucken. Ein Großteil der Brillenträger ist kurzsichtig, ich vermute mal du auch, ja. Also sprich, du kannst quasi, wenn du deine Brille jetzt absetzen würdest, dieses Video hier noch einigermaßen scharf sehen. Wenn du aber in die Ferne guckst, wird es dann doch schon deutlich unschärfer. Also sprich, du hast eine klassische Kurzsichtigkeit und das liegt einfach häufig daran, wie gesagt, weil wir uns eben im Nahbereich häufig bewegen, ja. Die wenigsten gucken heutzutage den ganzen Tag aus Fenster, ja, gucken im Horizont irgendwie, ob welche Vögel vorbeifliegen und dadurch reduziert sich diese Fähigkeit, einfach in die Ferne zu gucken, immer weiter. Dadurch ist eben auch das Sehen im Nahbereich meistens kein Problem, weil wir einfach den Nahbereich häufig nutzen. Und deswegen ist mein Tipp einfach, regelmäßig in die Ferne zu gucken. Das kannst du ganz bequem im Alltag einbauen. Einfach mal jede Stunde für ein paar Sekunden in die Ferne gucken. Musst dir nicht unbedingt was scharf erkennen, ja, dass es gestochen scharf ist, sondern einfach mal die Augen im Nahbereich zu entspannen. Sogenannte Wechselwirkung machen wir uns da zunutze. Ist ganz häufig tatsächlich so bei unserem Körper, wenn wir eine Sache anspannen, dass die andere Sache entspannt ist. Und so ist auch, wenn wir im Nahbereich gucken die ganze Zeit, sind unsere Muskeln für den Nahbereich angespannt, sogenannte Tiliarmuskel, und es gibt die Zonulafaser. Das sind sehr viele Fachbegriffe, ich versuche es dir einfach zu halten. Du musst dir vorstellen, wenn unser Tiliarmuskel angespannt ist, sind unsere Zonulafasern locker und andersrum, wenn unsere Zonulafasern angespannt sind, ist unser Tiliarmuskel locker. Ja? Also sprich, wenn wir in die Nähe gucken, sind wir angespannt, wenn wir in die Ferne gucken, sind wir nicht mehr angespannt. Dann wechselt sich das quasi ab. Und das musst du einfach dir zunutze machen. Mit diesem Wissen vielleicht ist auch das Verständnis ein bisschen höher. Wenn du diesen Wechsel immer wieder mal aktivierst, wirst du auch merken, dass du im Nahbereich dann auch wieder besser gucken kannst, wenn du einfach mal länger in die Ferne geguckt hast. Weil wir so quasi unsere Muskeln
wieder entspannt haben. Das kannst du wirklich so vergleichen. Die ganze Zeit ein Gewicht in der Hand hältst, irgendwann werden unsere Muskeln müde und wir fallen einfach runter. Und so ist es im Prinzip auch mit unseren Augen, nur dass wir da häufig keine Pausen aktiv einlegen. Also versuch das vielleicht in deinen Alltag einzubauen. Der nächste Tipp ist vor allem für die hilfreich, die häufig Nackenprobleme haben. Ja? Also wenn du Probleme mit dem Nacken hast, ein bisschen Schmerzen hast, dann möchte ich dir mal folgende Übung zeigen. Dazu nehme ich, wie gesagt, einen Fokussierstab. Wie gesagt, du kannst auch deinen Daumen nehmen oder einfach einen Kugelschreiber oder einen sonstigen Stift. Wichtig ist nur, dass du so eine kleine Schrift hast wie ich. Also irgendwas, wo du dich drauf fokussieren kannst, kannst du auch auf deinen Fingernagel fokussieren. Es ist nämlich wichtig, dass wir gleitende Bewegungen haben und unsere Augen die ganze Zeit auf den einen Punkt schauen. Nicht, dass wir so sprunghaft gucken, weil dann ist diese Entspannungsmethode eben nicht so effektiv. Also Ausgangsposition, wir stecken vor uns den Fokussierstab, muss auch nicht besonders weit sein, das reicht so, dass du es gut erkennst und dann bewegst du deine Augen und deinen Kopf gleichermaßen in eine Richtung. In meinem Beispiel mache ich das jetzt von mir aus gesehen rechts und gehe dann in die linke Position. Bei dem häufigsten Fall ist es nämlich so, dass wenn wir Nackenprobleme haben, sicherlich kennst du es auch von dir, dass man dann anfängt, irgendwie seine komischen Verrenkungen zu machen. Das ist auch grundsätzlich nicht verkehrt. Nur häufig werden unsere Augen dabei vergessen, weil, wie gesagt, die steuern ja einen großen Teil auch und tragen dazu bei. Und dann bewegen wir uns, wie gesagt, 2-3 Mal in jede Richtung. Und wie gesagt, mach das in fließenden Bewegungen und auf gar keinen Fall zu schnell. Und das Ganze kannst du dann auch nochmal, zum Beispiel deinen Stift auch schräg nehmen, einmal nach oben und auch einmal nach unten zu machen, also Richtung Brust sozusagen. Soweit es eben geht, mach das erstmal, wo du merkst, okay, da sind noch leichte Verspannungen. Du musst nicht absolut in den Grenzbereich gehen, sondern es reicht wirklich auch, dort einfach ein bisschen Luft zu lassen und bei der zweiten, dritten Wiederholung gehst du dann einfach etwas weiter, ja? Und du wirst merken, dass sich das schon mal ein bisschen befreiter anfühlt, aber das ist nur der erste Teil dieser Methode. Der nächste Schritt ist nämlich, dass wir das Ganze einmal für jede Seite machen. Also sprich, wir teilen jetzt unsere Gesichtshälfte einmal in der Mitte auf, halten wiederum den Fokussierstab vor uns, bewegen den nach oben und dann bewegen wir uns aber von oben nach unten und halten bei der Hälfte an. Dann Ausgangsposition wieder nach oben, soweit es geht. Unsere Augen und unser Kopf verfolgt den einen Punkt, den wir uns anfokussiert haben und bewegen dann in schön fließenden, langsamen Bewegungen und versuchen so auch unsere Nackenmuskulatur mit unseren Augen wieder zu synchronisieren. Das ist einfach das Sehen, wenn du jetzt in die Ferne oder nach links oder nach rechts schaust, dass es besser geht, ja, dass du merkst, okay, das geht viel schneller, wenn du in eine Richtung guckst, als vorher. Und da ich das gerade jetzt schon gemacht habe, muss ich sagen, ich merke schon, die rechte Seite ist schon viel entspannter und jetzt freue ich mich schon auf die linke Seite zu machen und dann machen wir natürlich das Gleiche. Wir gehen einmal in Ausgangsposition und gehen von oben links nach unten rechts, ja, und dann sind wir in Ausgangsposition angekommen und gehen wieder von oben über die linke Seite nach unten. Und das kannst du auch 3-4 Mal wiederholen. Ich würde dir am Anfang empfehlen, das nicht zu oft zu machen, denn man braucht einfach Zeit. Ja, das ist ganz normal wie jedes andere Training auch, ob man zum Fitnessstudio geht. Man soll nicht von 0 auf 100 in wenigen Sekunden machen, sondern man steigert sich Stück für Stück. Aber du wirst merken, wenn du das gemacht hast, dass auf jeden Fall einige Blockaden weg sind und du dich auf jeden Fall total frei fühlst im Nacken. Und wenn du das gemacht hast, dann können wir das Ganze auch nochmal wiederholen, indem wir das Ganze jetzt in ein Gesamtbild machen. Ja, wir haben das ja vorhin aufgeteilt und jetzt machen wir das den letzten Schritt sozusagen. Und wir gehen wieder Ausgangsposition, einmal nach oben, über rechts, nach unten. Und jetzt bewegen wir das Ganze in die andere Richtung. Und du kannst auch natürlich das Ganze mal auch wieder in die andere Richtung machen, also sprich, spiegelverkehrt zu gerade eben, ja, so dass du wirklich in allen Regionen das einmal gemacht hast, also im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Mit dem nächsten und letzten Tipp möchte ich nochmal eine kleine Übung zeigen, wie du auch aktiv deine Augen verbessern und gleichzeitig entspannen kannst. Das machst du vor allem, wenn du im Grenzbereich bist, also sprich deine Augen kurz aktivierst und dann wieder zu entspannen. Ja, das ist häufig auch so beim Sport, wenn du musst erstmal einen kleinen Reiz setzen, um dann wieder die Entspannung möglichst groß zu halten. Dazu nutze ich meinen sogenannten Fokussierstab. Den nutzen wir einfach, um einen Fokussierpunkt zu haben. Du kannst natürlich auch deinen Daumen nehmen oder irgendeinen Stift, der hilft genauso gut. Ja?
Du hältst also den einmal vor dir, muss auch nicht besonders weit weg sein, sodass du ihn einigermaßen scharf siehst. Und dann gehen wir einmal komplett in den rechten Bereich oder in den linken Bereich von dir aus, ja, soweit es eben geht. Ja, wie du siehst, ich bewege den hier so ein bisschen und dadurch versuchen wir nochmal ein bisschen mehr Reiz zu setzen. Und dann gucken wir nach vorne, versuchen uns zu entspannen. Sorry für meinen müden Blick jetzt, aber genauso muss es bei dir auch sein. Ja? Dich sieht dann keiner, kannst du bei dir ganz heimlich machen. Und ich versuche jetzt gerade meine Augen wirklich schwimmen zu lassen und locker zu werden. Dann wieder Fokus auf den Fokussierstab und wir machen das in die andere Richtung. Auch hier nochmal, soweit es eben geht, richtig Reiz setzen, richtig Spannung. Soweit es eben geht, für ein paar Sekunden halten. Ja? Und dann lockerer Blick nach vorne, atmen. Und du wirst merken, dass deine Sicht immer kurz unschärfer wird. Es geht so ein bisschen in die Ferne. So, ich mache kurz die Augen zu. Jetzt ist der Blick wieder scharf. Und das hilft. Ja, du spannst kurz an und lässt dann locker. Und so ist der Reiz möglichst groß. Das kannst du natürlich nach oben und nach unten auch nochmal machen. Ich denke, ich habe dir jetzt einigermaßen erklären können, wie das Ganze funktioniert. Ja, wenn du da Fragen hast, gerne unterhalb der Kommentare. Zuletzt habe ich noch einen kleinen Bonustipp für dich, weil du so lange dran geblieben bist. Denn häufig kann man auch prophylaktisch, also vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um seine Sehkraft zu schützen und auch seine Augen nicht zu überanstrengen. Wichtig ist an erster Stelle natürlich ausreichender und erholsamer Schlaf. Also du solltest möglichst schauen, dass du zwischen 7 bis 8 Stunden schläfst, bei einigen auch mehr, bei einigen weniger. Das unterscheidet sich auch von Typ zu Typ. Wichtig ist nur, dass du wirklich erholsam geschlafen hast. Dann natürlich achte im Alltag darauf, wenig deine Augen zu überanstrengen. Also sprich, alles, was Überreizung ist oder Anspannung, kann wie gesagt langfristig zu ja, Schäden führen, zu Sehkraftreduzierung führen, weil wie gesagt die ganze Zeit Anspannung ist eben schlecht für deine Augen und auch deine Augengesundheit. Und versuch einfach da auch, wie gesagt, ein bisschen mehr auf deine Augen Acht zu geben. Wenn du merkst, die sind angespannt, übermüdet oder sonstiges, dass du eben nicht die Augen zwingst, weil auch wenn du dich auf eine Couch setzt und versuchst, dich so körperlich zu entspannen, das einzige Sinnesorgan, was die ganze Zeit 24/7 arbeitet, sind auch wirklich deine Augen, denn die schalten auch auf den Abend auf der Couch zum Fernsehen gucken nicht wirklich ab, weil du willst ja schließlich was sehen. Deswegen versuch da aktiv mal ein paar Pausen auch einzubauen. Super, dass du so lange an dem Video hier dran geblieben bist. Schreib am besten mal Sehkraft unterhalb des Videos, damit ich auch wirklich sehe, wer alles bis zum Schluss geguckt hat. Ja, die anderen werden sich dann wahrscheinlich wundern, was das bedeutet. Den Spaß machen wir uns einfach mal. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen über einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.